ist schon gut verstanden. Hallo ihr Menschen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Muck und ihr seid auf dem Kanal Muckmill. Heute habe ich mal ein Video für euch mit Hacks, mit denen ihr leichter euren Koffer packen könnt. Und los geht's! Ich mache mir zuerst immer eine Liste, wo ich dann oben drauf schreibe, wie viele Tage ich verreise. Und dann in drei Kategorien teile ich das immer ein. Und zwar in Kleidung, Kosmetik und Rest. Also da sind auch so Technik wie Kamera und so für mich dabei. Aber für die meisten halt Handy oder Ladekabel oder so Kissen oder Bettbezug oder so. Und das ist echt immer ziemlich praktisch. Und da kommen wir auch gleich zum zweiten Tipp, nämlich, wenn ihr nicht wisst, was ihr jetzt genau da drauf schreiben sollt, was ihr einpacken müsst, geht einfach den Urlaub schon mal so im Kopf durch und dann denkt ihr, was mache ich denn da? Ach ja, ich gehe baden. Und dann geht den Tag weiter, was brauche ich dafür alles? Handtuch, Bikini oder beziehungsweise Badehose. Zum Beispiel, wenn ihr dann auch Flipflops braucht, dann schreibt das auch alles mit drauf. Und dann schreibt ihr daneben, also das mache ich immer bei der Kleidung, wie viel ihr davon braucht. Zum Beispiel T-Shirts, da nehme ich immer genauso viele mit, wie viele Tage ich verreise. Ich verreise jetzt 7 Tage und dann nehme ich dann eben 7 T-Shirts mit. Aber ich nehme als kleiner Tipp immer mehr Socken mit, weil es kann natürlich sein, dass es regnet und dann werden eure Socken durch die Schuhe nass und dann will man die ja gerne mal ausziehen. Oder es passiert irgendwas anderes und die Socken werden nass und deshalb immer lieber mehr Socken zumindest mitnehmen, als ihr geplant habt. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Tipp. Und zwar plant eure Outfits, die ihr dort tragen wollt. Sonst nehmt ihr nämlich irgendwie so voll viele Sachen mit und die passen alle gar nicht zusammen und dann denkt ihr euch, scheiße, jetzt was soll ich jetzt anziehen? Und deshalb plant eure Outfits gut durch und dann wird das auch nicht mehr passieren. Dann mein dritter Tipp, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und zwar müsst ihr, wenn ihr eine ziemlich kleine Reisetasche habt, so wie ich jetzt, ich habe voll die kleine Reisetasche, weil ich muss eine Tasche mitnehmen. Und ich habe entweder so eine richtig kleine Tasche oder eine Riesentasche für ungefähr 2 Millionen Jahre. Und deshalb nehme ich halt die kleine Tasche mit und ja, da passt nicht so viel rein. Und deshalb rollt eure Klamotten, dann passen echt viel mehr rein, als wenn ihr sie so nur faltet. Und sie zerknittern auch nicht so schnell. Dann, was echt immer super gut hilft, auch vor allem, wenn ihr eben nicht so viel Platz habt, einfach das ganze Duschgel oder Parfüm oder Shampoo, eben alles, was diese riesengroßen Flaschen hat, einfach entweder gleich im Mini-Format kaufen oder in diese kleinen Reisebehälter abfüllen. Und das mache ich auch total gerne. So, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben und lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!